Guten Tag zusammen und willkommen im Seminar- und Schulungszentrum von MJ Gerüst an der Ziegelstraße in Plettenberg. Der Gerüstbauer an sich, der freut sich ja immer, wenn er was Neues für einen Gürtel hat. Und da haben wir hier Scuffy. Und was Scuffy ist, wer Scuffy ist und was man mit Scuffy alles machen kann, das wollen wir heute mal klären. So ein Gerüst, das muss nicht nur wunderbar aussehen und hervorragend stabil stehen, das muss vor allen Dingen auch gut verankert sein, wenn es denn möglich ist. Und dann macht man das in der Wand mit einer Ringschraube. Das kennt ihr da draußen. Und die Ringschrauben reinzudrehen und rauszudrehen, das ist bis jetzt eine wirklich anstrengende Sache. Das macht man mit der Ratsche oder mit dem Hammer oder wie auch immer. Wir haben jetzt Scuffy entwickelt. Das ist Scuffy. Und wer genau darüber Bescheid weiß, das ist Siggi. Der ist schon da oben. Hi Siggi. Steffen, hallo. Ich habe Scuffy mitgebracht. Schön. Ja, andere bringen Kaffee mit, ich bringe Scuffy mit und ja, was soll ich dazu sagen? Am besten zeigst du den Leuten mal, was man damit machen kann. Klar. Pass auf, wir fangen mal so an. Ja, erklär ein bisschen. Ich kann ja leider nicht mit drauf, da ist so wenig Platz da. Richtig. Oben für mich. Normalerweise drehe ich die Öse so raus oder rein. Kann ich auch mit dem Hammer machen. Okay. Hammer rutscht schneller raus wie Ratsche, aber auch Ratsche kann dir rausrutschen, haust dir die Finger auf und so weiter. Ja. Jetzt kann es auch sein, ich habe hier noch ein Rohr im Weg, eventuell einen Gitterträger und alle solche Sachen, so dass ich gar nicht ganz rumdrehen kann. Dann kommt er zum Einsatz. Der Scuffy. Der Scuffy. Den setze ich auf meine Ratsche, setze ihn auf die Öse und brauche nur Ratsche. Ob rein oder raus, ganz problemlos, ohne abzurutschen. Aha, also Scuffy hat quasi eine 19 mm Aufnahme für deine Ratsche. Genau, 22. 22? Wie komme ich auf 19? Ach, habe ich am Auto. 19, 22. Okay. Dann gibt es aber noch ein Geheimnis, das haben wir noch nicht verraten. Es gibt den SDS-Aufsatz für eure Schlagbohrmaschine oder vielleicht für euren Akkuschrauber hier. Und wenn man den benutzt, gebe ich dir, Moment, Scuffys Aufnahme kommt. Komme. Ja. Was kann man damit machen? Jetzt kann ich den hier reinstecken und kann das Ganze dann auch ein bisschen noch vereinfachen. Jetzt kann ich den elektrisch rein oder rausdrehen. Ist natürlich bei einem Anker fraglich. Ja. Aber es kann auch sein, dass ich eine ganze Reihe habe. Ich habe 20, 30. Wie viele 30. Anker können zusammenkommen, wenn man jetzt so ein Gerüst an der Hauswand aufgebaut hat? Kommt auf die Seite an, wie lang du bist. Wenn die 100 Meter lang ist, dann hast du schon ein paar Anker. Dann hast du mindestens 50 oben. Das macht dann beim Rein- und beim Rausdrehen natürlich Sinn, ne? Ganz ein bisschen Hilfe zu kriegen. Und gerade wenn es komplizierter wird, wie gesagt, mit Gitterträger oder Rohren oder sonst irgendwas im Weg, dann ist das natürlich sehr vorteilhaft, ne? Ich halte hier nur fest und drehe raus oder rein oder raus. Also du unterstützt mit der Hand, nur damit das Scuffy ein bisschen ruhiger läuft. Ich habe ja auch irgendwann mal die Öse raus. Ja, damit die Schraube quasi nicht runterfällt. Dann habe ich meine Öse in der Hand. Ne? Und genauso gut wieder rein. Komplett problemlos. Ja, praktisch. Also das ist vielleicht auch was für dich da draußen, Gerüstbauer meines Vertrauens. Einfach mal bei uns auf der Homepage gucken oder im Zubehörkatalog. Scuffy gibt es jetzt dort zu erwerben von MJ Gerüst. Und Siggi, wir haben eine Sache noch nicht verraten. Man kann das Teil ja auch noch anderweitig einsetzen. Was ja ganz wichtig ist, ist ja, dass du das nicht nur in den Schrauber, sondern auch in deine Hütte einsetzen kannst. Ach so, genau. Das ist dieser Ritsch, Ratsch und Klick-Einsatz, ne? Richtig. SDS. Genau. Alles klar. Danke. Alles klar. Dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal.